Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Infovideo. Diesmal sogar mit Live-Commentary, das habe ich gerade nicht geredet, aber ich habe nämlich was gegessen. Und zwar möchte ich euch in diesem kurzen Video mal auf meinen neuen Discord-Server hinweisen, denn ich habe mir vor ein paar Stunden einen Discord-Server gemacht, so halt einen Discord-Server erstellt, wo ich halt Ankündigungen mache, wann ich Parts aufnehme oder halt auch Links von Parts in die Gruppe schicke und so weiter und so fort. Auch gibt es viele verschiedene Chat-Kanäle und Sprachkanäle, wo ihr halt mit anderen spielen könnt oder wir halt einfach mal halt zum Chillen reden können. Das wollte ich euch eigentlich mitteilen, dass ich jetzt einen Discord-Server habe und dass ihr da auch vorbeischauen könnt. Den Link zu meinem Discord-Server findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung und ich werde ihn auch ab heute in die Kommentare immer posten, damit ihr drüber halt Bescheid wisst. Jetzt fahre ich halt auch dieses Rennen hier zu Ende, weil ich wollte euch eigentlich nur auf meinen Discord-Server hinweisen. Natürlich gibt es auch wie immer bei dem Discord, natürlich gibt es auch hier wieder Regeln zu beachten, dass ihr dort weder spammt, noch Leute beleidigt, nett zueinander seid. Und natürlich unter den jeweiligen Chat-Kanälen auch beim Thema bleibt. Jetzt wenn zum Beispiel wenn etwas Musik betrifft, sagen wir, ihr wollt Musik hören in einem Chat, dann gebt ihr dieses Play-Gedöns jetzt nicht in dem Hauptchat oder so ein. Das wäre halt am besten. Das kriegst du auf jeden Fall zurück. Okay, es wurde nichts. Naja. Das sage ich auch schon alles, was ich sagen wollte. Das ist halt jetzt ein Live-Commentary, weil ich keinen Bock hatte, das jetzt nachzukommentieren. Weil ich das alles einfach erklären kann. Ja. Das war ich auch schon alles, was ich zu sagen habe. Das ist halt für mich auch ein bisschen praktischer als auf Twitter halt. Weil ich werde Twitter nicht mehr so aktiv nutzen, weil ich da mehr auf Discord dann vertrauen werde. Autsch. Naja. Jedenfalls hoffe ich, dass euch dieses kurze Infovideo gefallen hat, auch wenn es ganz kurz war. Und ja. Hoffe, es werden durch dieses Video noch einige Leute auf den Discord-Servern zukommen, weil würde mich sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet. Ansonsten, wie gesagt, bis zum nächsten Mal und der Link zu meinem Discord-Server in der Beschreibung. Bis dann!